In meinem letzten Projekt habe ich mich mit diesen ungleichen Zwillingen beschäftigt, dem Lenovo R61 und T61. Beide habe ich von einer Freundin überlassen bekommen. Sie sind als Arbeitslaptops mehrere Jahre gut genutzt worden. Jetzt sind sie entsprechend verstaubt, erhitzen schnell und sind langsam. Allein das Starten von Windows 7 dauert mehrere Minuten. Wie man so einen Laptop general überholt und eine schlechte Idee sowie drei gute Ideen, was man heutzutage noch damit machen kann, zeige ich in diesem Video. Wie man sieht, sind die Notebooks aus dem Jahr 2008 unterschiedlich hoch und schwer. Der T61 ist im Vergleich zum R61 etwas besser, weil er einen 2 GHz Core 2 Duo Prozessor hat, während der R61 nur mit 1,8 GHz getaktet ist. Der T61 ist aber nicht nur leichter, dünner und schneller, er hat auch 4 GB DDR3 RAM. Der R61 ist mit 3 GB bestückt. Auch die Festplattengröße unterscheidet sich. Der eine hat 250 GB und der andere 80 GB als HDD-Festplatte. Aber das Display des T61 ist an mehreren Stellen defekt. Ein Ersatzdisplay bei eBay hätte 60 Euro gekostet und das ist leider absolut unwirtschaftlich, weil kein Mensch mehr bereit ist, mehr als 50 Euro für so einen gebrauchten Laptop zu bezahlen, selbst wenn er tadellos funktioniert. Doch bevor ich mit der Arbeit anfange, extrahiere ich den Windows 7 Key mit dem Programm Keyfinder, sodass ich bei einer möglichen späteren Installation von Windows 10 oder 11 einen Aktivierungscode habe. Meine erste Idee war, die Displays einfach auszutauschen und nachdem ich schon alles auseinandergebaut hatte, musste ich aber leider feststellen, dass die Kabelverbindung zum Motherboard sich unterscheidet, sodass man die Displays nicht ohne weiteres austauschen kann. Also entscheide ich mich für den leistungsschwächeren R61 und unterziehe ihn einer umfassenden Wartung, Aufrüstung und Neuinstallation, während der T61 als neues OS Lubuntu erhält und auf eBay für ein Apple und ein Ei verscherbelt wird. Zuerst baue ich alles auseinander. Dabei lege ich die unterschiedlich großen Schrauben so hin, dass ich ihren Ursprungsort wiederfinde. Ich verwende auch drei unterschiedliche Kreuzschraubendreher aus meinem Reparaturset in den Größen 0, 00 und 000. Je weiter man ins Innere des Laptops vordringt, desto kleiner werden die Schräubchen. Ich entferne die zahlreichen Schrauben auf der Unterseite. Hier sieht man schon, dass dieses Notebook nicht sehr wartungsfreundlich ist. Dann löse ich das Teil, an dem sich das Touchpad befindet, und löse 4 weitere Schrauben. Danach werden die Tastatur und das Teil mit dem Startknopf sowie den Lautsprechern entfernt. Ab jetzt reinige ich auch die Stellen, wo sich Staub und Dreck angesammelt haben. Spätestens an dieser Stelle kann man auch die Festplatte entfernen, die man durch eine SSD ersetzen sollte, wenn man vorhat, den Laptop im Alltag zur Arbeit zu nutzen. Durch die SSD beschleunigt sich die Verwendung des Betriebssystems um das ca. 3-4-fache. Und wenn ich schon dabei bin, rüste ich auch den RAM von 3 auf 4 GB auf. Das eröffnet den Spielraum für höherwertige Betriebssysteme wie Windows 11 oder auch gute Linux-Distributionen. Den RAM hole ich mir einfach aus dem T61. 8 GB wären natürlich noch besser, aber stehen mir gerade leider nicht zur Verfügung und lohnen sich, je nachdem, was man mit dem Laptop machen will, auch gar nicht. Wenn im Laptop alles freigelegt ist, kann man den Kühler inklusive Lüfter herausschrauben und ihn gründlich reinigen. Das ist gerade bei diesem Gerät ratsam, weil das Rattern des Lüfters extrem laut ist und sich das Notebook schnell und stark erhitzt. Die Lamellen des Kühlers werden mit einem Pinsel freigemacht. Das mache ich meistens auf dem Balkon, um den Dreck nicht in der Wohnung zu haben. Anschließend wird der Lüfter auseinandergenommen. Bei diesem hier kann man den Ventilator vom Lüftergehäuse trennen und dort dann mit einem Wattestäbchen und WD-40 gründlich alle Teile reinigen, bei denen im Betrieb Bewegung im Spiel ist. Natürlich wird auch das Ganze drumherum gesäubert. Am Ende ist der Lüfter wie neu.
Bevor man alles wieder zusammenbaut, ersetzt man noch die eingetrocknete Wärmeleitpaste auf dem Prozessor und dem Grafikchip. Bei diesem alten Laptop lässt sich der Prozessor noch ganz einfach ersetzen. Ich könnte zum Beispiel den aus dem T61 entfernen und hier einbauen. Das geht bei den Notebooks seit 2010 kaum oder gar nicht mehr. So werden solche Geräte heute nicht mehr gebaut. Nach dem Zusammenbau ist der Laptop erstmal nicht angesprungen und ich musste alles nochmal aufmachen, bis ich das Kabel vom Lüfter wieder richtig am Motherboard befestigt habe. Sobald alles wieder zusammengebaut ist und funktioniert, kann man sich überlegen, was mit dem Laptop geschehen soll. Die schlechteste Idee, die ich hatte, war es, Windows 11 zu installieren. Mit dem 64-Bit-Prozessor und den 4 GB RAM sollte es eigentlich reichen. Auf einem nicht unterstützten Gerät Windows 11 zu installieren, ist wirklich leicht. Das sieht man auch in dem Video, das ich oben verlinkt habe. Die Installation funktioniert reibungslos und man kann tatsächlich Windows 11 auf dem Laptop von 2008 nutzen. Jedoch macht es nicht sehr viel Spaß. Es hakt manchmal und beim Streamen muss man etwas Geduld haben, auch wenn es letztendlich akzeptabel schnell funktioniert. Besser und schneller als Windows sind jedoch zwei andere Betriebssysteme. Ich habe mehrere Linux-Distributionen ausprobiert und mir haben sowohl MX Linux in der 32-Bit-Version gut gefallen, als auch Manjaro, das eine tolle Distro ist, die out of the box schon richtig gut funktioniert und viele gute Apps vorinstalliert mit sich bringt. So kann man den Alltag mit diesem Gerät wieder bestreiten. Es ist relativ schnell, stabil, kühl und leise. Um zu erfahren, wie man Linux auf einem Computer installiert, kannst du dir auch das oben verlinkte Video anschauen. Die Alternative, die ich mal ausprobieren wollte, ist Chrome OS Flex, das im Juli 2022 in einem frühen Zustand herausgekommen ist. Es läuft butterweich, schnell und macht richtig Spaß auf diesem alten Laptop, dem man das Alter mit diesem Betriebssystem nicht anmerkt. Wer ohnehin im Google-Universum zu Hause ist und sich wegen der bekannten Datenschutzproblematik keine Sorgen macht, kann dieses Betriebssystem installieren. Es ist schön schlank, übersichtlich und bietet für die Arbeit die wesentlichsten Werkzeuge, vom Browser angefangen bis hin zu Google Docs, einem Textverarbeitungsprogramm. Für mich persönlich ist das nichts, auch wenn ich den Reiz von Chrome OS Flex wahrnehme. Falls du es ausprobieren möchtest, findest du auch dazu eine Installationsanleitung oben. Meine dritte und letzte gute Idee bezieht sich auf eines meiner alten Projekte, das mich über die Jahre immer mal wieder beschäftigt und begeistert hat. Die Retro-Gaming-Distro mit dem Namen Butosera. Man kann auf eine Festplatte oder SSD einfach dieses Betriebssystem flashen, das nur dafür gemacht worden ist, alte Spiele zu zocken. Man kann sich dieses Emulationssystem gut individualisieren und die Spiele der Vergangenheit wieder fast so spielen wie damals. Ein Video dazu, wie man eine mobile Retro-Gaming-Konsole macht, wird bald auch auf meinem Kanal erscheinen. Also lass doch ein Abo da, wenn dir dieses Video gefallen hat und du Lust auf weitere Videos hast. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.